Fakt ist. Fakt ist, Wirtschaft, das hat sehr viel mit Geld zu tun. Und Geld, das ist nicht immer sichtbar. Manchmal ist es auch nur eine Zahl. Und wo landen alle Zahlen? An der Börse. Da geht es auf und ab, je nachdem, was in der Welt passiert. Da wird dann bewertet und abgewertet. Und am Ende haben wir entweder mehr Geld oder weniger Geld in der Tasche. Deswegen ist es wichtig, dass man genau überlegt, woher das Geld kommt und wohin es gehen soll. Die Gewinner sind... Leider sind die Gewinner immer die Großen. Die großen Firmen, die Industrie, die Konsortien, die natürlich an der Börse sich platziert haben und den Gewinn immer abfangen. Manchmal spekulieren sie auch darauf, den Gewinn abzufangen. Und sie machen das, indem sie die Arbeitskraft zum Beispiel ausbeuten, die günstige Arbeitskraft. Die Verlierer sind... Die Verlierer sind in der Regel die Arbeitskräfte. Das ist ganz einfach. Wir wollen eine Ware haben. Die Ware soll wenig kosten, wenn wir sie kaufen. Und deswegen muss sie günstig hergestellt werden. Der diese Ware verkauft, möchte den größtmöglichen Profit machen, also Geld verdienen. Deswegen lässt er die Ware herstellen in einem Land, in dem die Arbeitskraft weniger kostet. Hier wäre es teurer. In Indien beispielsweise oder in China ist es günstiger. Deswegen ist der Verlierer eindeutig die Arbeitskraft. Besser wird's, wenn... Besser wird's, wenn es gerechter ist. Wenn man einfach den Leuten, die arbeiten, gerechtes Geld zahlt und den Leuten, die daran profitieren wollen, das Geld wegnimmt, das sie sich nicht verdient haben. Das klappt natürlich in der Regel nicht, weil die, die verdienen wollen, das sehr geschickt anstellen und es so anstellen, dass wir es kaum mitbekommen. Die Börse ist ja etwas sehr Imaginäres und wer kennt sich schon mit den Zahlen aus? Wer weiß schon, wann es hoch und runter geht und warum? Deswegen Augen auf, genau hinhören, die Meldungen, die wir aus den Nachrichten nehmen, die haben auch immer etwas mit der Börse zu tun. Und damit die Börse am Ende nicht als einziger Gewinner dasteht, sondern auch wir Menschen etwas davon haben, muss man Konflikte vermeiden. Denn manchmal bedeuten Konflikte auch Initialzündungen, um an der Börse Geld zu verdienen.